von Frequent Traveler TV heute Abend um 19 Uhr live auf YouTube für euch. Japan Airlines möchte Kleidung vermieten, damit die Umwelt weniger leidet. Das heißt also, dass man in Eco-Tarifen, deshalb Eco-Schick, Emissionen reduzieren kann und damit dann auch Anywhere, im Sinne von Wear, wie Klamotten im Englischen, Anywhere, wie überall, als Dienstleistung anzubieten. Die Logik ist natürlich, den Treibstoffverbrauch bei Fluggesellschaften und die damit verbundenen CO2-Emissionen noch weiter zu reduzieren. Ich habe dazu die Frage des Tages. Was haltet ihr von der Idee, Kleidung an Passagieren zu verleihen, aber auch würdest du diesen Service nutzen, wenn du nach Japan zum Beispiel reist? Weitere Themen sind: Der Lufthansa-CEO Jens Ritter hatte gestern die Presse eingeladen und da gab es zwei Themen, die mich wirklich angesprochen haben und die ich euch mitteilen möchte. Einmal, im Sommer möchte er mit vielen zufriedenen Gästen rechnen. Und Pünktlichkeit mit 50 Maßnahmen im Auge bei der Lufthansa. Auch eine coole Sache. Die Lufthansa Delta Alpha India Mike Lima ist aus Manila zurück in Frankfurt. British Airways Passagier geht mit Weinflasche auf den Sitznachbarn los. Die Leute werden immer bekloppter nach der Geisterstunde gestern. Die SÖP, da muss ich mit euch drüber reden, ob die überhaupt Sinn machen, aber sie rechnen zumindest mit mehr Arbeit. Und ihr wisst ja wie immer, kommentiert unter diesem, aber auch unter jedem anderen YouTube-Video etwas, damit wir in Dialog treten, denn nach jeder Sendung beantworte ich eure Fragen und eure Themen. Also bis nachher um 19 Uhr auf Frequent Traveler TV. Abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, Kanal. Also, bis dann. Ciao.